Weshalb setzt man auf ETFs? Wieso ist das die Grundlage der großen Player? Ich nenne einfach mal nur zwei Gründe. Da gibt es eine ganze Menge Gründe, aber die zwei wichtigsten Gründe sind, ein ETF ist ein reguliertes Anlageprodukt, das institutionelle Investoren kaufen dürfen in den USA, wo wir einfach den größten Markt dafür haben. Institutionelle können nicht zu Coinbase gehen und sich Bitcoin kaufen. Das dürfen die aufgrund ihrer Regularien nicht. Das ist der Hauptgrund. Und deswegen stehen so viele Institutionelle an der Seitenlinie und sagen, wir wollen in diesen Markt rein, aber wir brauchen ein Produkt, das wir auch kaufen dürfen. Und die ETFs sind das. Zum einen und zum anderen haben wir natürlich hier eine Erleichterung. Erleichterung dahingehend, man muss sich keine Gedanken machen, wo ist mein Wallet, wie speichere ich das, wie ziehe ich mir das von der Plattform runter. Ein ETF ist wie ein ganz normales Anlageprodukt, das man kaufen kann und das erleichtert einem als Institutionellem den Einstieg. Also ein ETF, der die Preise pusht, wird eigentlich getrieben von der Motivation, institutioneller hier einzusteigen. Privatpersonen können sich im Prinzip mit ein bisschen Mühe, ein bisschen Arbeit die Coins auch so kaufen. Also im Prinzip geht es natürlich darum, dass auch die Großen mitspielen wollen dürfen. Die mit den tiefen Taschen, ja. Die Liquidität. Geld muss in den Markt und dann geht's nach oben.